Och Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte was? Er kann mich nicht sehen. Nee, ja. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Team Standing. Ich join jetzt auf den Server rauf und mal gucken. Es sind zwei Leute oben und zwar von Team Grün. Hey ho. Oh, die Sounds sind mir noch so laut. Ich stell's mal auf 4. So. Gut. Es sind zwei oben, und zwar der Hackel 1 und ich glaube, das ist... Und dann haben wir noch den Epic Content, glaube ich, heißt der, ja. Okay, das hier wurde, so wie es aussieht, erweitert. Nicht schlecht. Genau. Wir haben in der letzten Folge einiges an Level gefarmt, wie ihr hier unten sehen könnt. Und das bedeutet, wir brauchen jetzt wieder Leder, damit wir Bücher machen können. Na? Na, ihr zwei? Und natürlich droppst du kein Leder. Warum auch? Ich meine, ist ja sonst auch nicht so der Fall, deshalb habe ich mich jetzt auch nicht gewundert. Gut, aber wir haben 9 Eier. Das bedeutet, das werden jetzt einige Babys sein, die hier rauskommen. Zack, 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 zack. Kein einziges? Kein einziges. Okay. Aber hier jetzt. Nee, auch nicht. Okay. Aber die hole ich mir. Auch wieder kein Leder. Was ist hier los? Alter, und ich darf ja auch nicht zu viel töten, ne? Och Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte was? Er kann mich nicht sehen. Nee, ja. Ist jetzt nicht hier in der Nähe, oder? Ich hol mal lieber mein Schärfe 3 Dia-Schwert. Scheiße. Ach, Full Iron plus Dia-Schwert. Na dann komm doch. So. Zack. Okay, Leute. So wie es aussieht, wird es dann jetzt einen Kampf geben. Nee, die trauen sich doch nicht. Habe ich mir ja schon fast gedacht. Wir haben 33 Pfeile. Und ich glaube, ich weiß, wo deren Base ist. Ich glaube, ich weiß das. Oh, jetzt dachte ich, das ist der eine Typ da, weil er auch hier eine komplette Eisenrüstung hat, der Zombie. Alter Schwede. Stirb. Oh, der hat einen Eisenbrustpanzer gedroppt. Nicht schlecht. Ich werde jetzt einfach mich mal auf den Weg machen zu ihnen. Ich weiß nämlich, glaube ich, wo deren Basis ist. Ich weiß das. Aua. Okay, einer... Okay, die haben jetzt beide geleftet. Mal schauen, wenn sie noch eine Folge aufnehmen, dann werde ich die jetzt verfolgen. Das sehen wir dann. Kurz warten. Mal gucken. Und. Bitte noch eine Folge. Bitte nehmt noch eine Folge auf. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal hier das hier machen. Zack. So. Zack und zack. So, dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen Weizen anpflanzen. Das ist ganz schön geil. Gut, dann haben wir hier zweimal Stärke. Das ist super. Ein Schutz und ein Schärfe. Und Leder bräuchten wir eigentlich. Das bedeutet, ich kann jetzt noch schnell schlafen gehen. In der Zwischenzeit, wo die jetzt weg sind. Mal gucken. Und? Guten Tag. So, jetzt habe ich geschlafen. Jetzt ist Tag. Das ist natürlich toll. Ich hoffe doch so sehr, dass sie noch eine Folge aufnehmen. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen, Leute? Wir gehen jetzt zu deren Basis, aber ich weiß nicht genau, wo die sind. Moment, eine Sekunde noch. Ich schaue ganz kurz nach, welche Koordinaten die hier haben. Moment, die haben sicher einmal hier die Koordinaten gemacht.
Komm schon. Irgendwo müssen doch eure Koordinaten zu sehen sein. Nein. Wo sie mit meinen gegangen sind, hier, ich guck mal bei der fünften Folge von denen. Scheiße, ich sehe nämlich keine Koordinaten. Ach ja. Moment. Aber ich guck mal, ob die. Ich glaube, die haben sich das selber nicht mal so gut ausgekannt. Oder haben die dort ihren Base? Ich weiß es nicht. Ich guck einfach mal. Bei ihm hier vorbei. Ich nenne hier keine Namen, ja. Und ich guck einfach mal, wie viele Folgen er schon online hat. Er hat schon 9 Folgen online, okay. Ich hoffe mal, er macht hier einfach einmal die Koordinaten an, das wäre sehr schön. Sorry Leute, dass ich mich so schlecht vorbereitet habe. Aber das muss sein. Okay, nee, hier ist es nicht angebracht, gucken wir mal. Das wollte ich nicht. Genau, hier. Ja, mal schauen. Die sind schlau, die machen hier keine Koordinaten an, ne? Die nehmen dann meistens immer zu zweit auf auch. Nee, die haben kein einziges Mal die Koordinaten angemacht. Und ich hatte jetzt zwar eine Folge erwischt, wo sie es angemacht haben, aber ich glaube, da waren sie noch nicht zu Hause. Und was bringt es mir, dorthin zu gehen, wo sie nicht mal wohnen? Okay, jetzt gucke ich hier nochmal. Hier müssen sie es aber angemacht haben, die waren hier meinen. Hier. Okay, gut. So, Moment, Leute. Moment. Das macht das gleich an. Okay, gut, so. Mein Handy. Jetzt muss ich das schnell abfotografieren hier. Gut, und da laufe ich jetzt hin. Und da laufe ich mich aus. Kann man das hier lesen? Okay. Gut, Leute. Wir haben jetzt die Koordinaten. Sorry dafür, dass ich jetzt so viel Scheiße gemacht habe, aber ich laufe da jetzt einfach mal hin. Und zwar Moment, ich muss hier erstmal. Oh, die Zäune hier, die nerven so ein bisschen. Weil man kann einfach oft nicht durch. Oh, da muss ich jetzt einen kleinen Weg laufen. Leute, in der Zwischenzeit kann ich euch mal was erzählen. Und zwar über die Gamescom. Die Gamescom ist sehr cool und deswegen möchte ich eigentlich auch dieses Jahr hin. Aber, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich kann nicht hin, denn ich habe keine Zeit und ja, mal gucken. Wann ist die? Im August? Die ist normalerweise im August und genau ab August habe ich dann keine Zeit mehr, weil ab August gehe ich dann arbeiten. Und das ist jetzt ein bisschen scheiße, ne? Ich würde so gern zur Gamescom gehen, weil ich letztes Jahr schon unbedingt wollte. Und jetzt kann ich dieses Jahr auch nicht. Oh mein Gott, da ist eine Kuh. Hallo Kuh. Na, wie geht's dir, Kuh? Oh ja, ich habe 2 Leder bekommen. Jawohl. Schön immer auf die Koordinaten gucken, dass ich mich ja nicht verlaufe. Und dann logge ich mich irgendwie. Ich baue mich irgendwie bei denen ein. Log mich aus, warte dann, bis sie joinen und dann greife ich sie im Hinterhalt an. Und dann, Alter, Leute, ich glaube, das sind die einzigen aus Stadtgrün. Dann habe ich sie ausgelöscht. Die sind dann draußen. Und ich möchte sie ja eigentlich nicht aus dem Projekt löschen. Ja, mal gucken. Mal gucken, vielleicht schlägt auch mein Herz so sehr. Aber das Problem ist, wenn ich sterbe, habe ich ja nicht einen Tag lang Upload-Sperre, sondern ich muss dann einfach warten, bis meine Teamkollegen die dann getötet haben. Und das kann dann auch wieder, keine Ahnung, wie lange dauern. Deswegen wird ganz schön spannend werden. Und ja, so. Puh, wir können da jetzt noch einige Meter laufen, bis wir da sind. Weil wir müssten jetzt bei X zu 886 und wir sind jetzt gerade bei 140 ungefähr. Ja, die sind ein bisschen weiter weg. Leider. Okay, da müssen wir jetzt rüber. Haben wir eine Enderperle? Ne. Ja, yeah. Nee, Moment. Ich crafte mir ein Boot. Ey, ich bin doch nicht blöd, ey, und schwimm da auch noch rüber. So. Erstmal eine Werkbank. So. Genau, eine Werkbank. Dann ein Boot. Alter Schwede. Können die mal bitte aufhören? Was ist los mit meinen Brüdern? Hallo, da bin ich wieder. Ab dem Zeitpunkt kam mein Vater rein. Dann hat er gefragt wegen dem Einkaufen und so weiter, was wir da jetzt alles brauchen. Wie gesagt, ihr wisst ja, dass die Leute da manchmal einfach so reinkommen. Dann muss ich einfach drüber kommentieren. Ich bin jetzt noch mit dem Boot ein bisschen entlang gefahren. Und
bin in Richtung grüne Stadt gelaufen. Die Folge ist jetzt aber dann auch gleich zu Ende, weil ich musste aufhören. Gut, einmal 12 Minuten muss man verkraften. Ist gut, dass es mal nicht so lange gedauert hat. Auf jeden Fall ist unser Plan eben, Stadtgrün zu besuchen und die zu klatschen. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, tschüss.